war der 14. Dezember. Bald ist es endlich soweit. Ich sprach zum Weihnachtsmann. Lieber Weihnachtsmann, ich weiß, ich war dieses Jahr nicht besonders brav. Ich habe meine kleine Schwester immer wieder geärgert. Aber ich wünsche mir eine PlayStation 5. Das ist mein Traum, bitte. Weihnachtsmann, falls es dich wirklich gibt. Ich werde auch ab jetzt immer artig sein. Hörst du? Hallo Jonas, ich habe deine Wünsche entgegengenommen, antwortete der Weihnachtsmann. Wirklich? So schnell? Das ist ja mega krass. Kriege ich die PS5? Jonas, ich sehe, was ich machen kann. Da du nicht immer artig warst, werde ich mir etwas ganz Besonderes für dich ausdenken. Klingt ja nicht schlecht. Danke, Weihnachtsmann. Da du deine Schwester Jenny immer wieder beschimpft hast und du auch sonst dieses Jahr ein Rotzknabe warst, erwarte nicht allzu viel, Jonas. Aber warum? Ich kann dich doch nicht so sehr belohnen, wenn du deine Schwester Jenny fertig machst. Ich habe sie oft weinen gesehen wegen dir. Des Weiteren hast du auch ganz schön deine Mitschüler und deine Eltern sehr respektlos behandelt. Aber es tut mir doch leid, bitte. Ich brauche die PS5. Sei kein Arschloch. Jonas, ich verstehe deine Beunruhigung und es hat nichts mit Arschlochsein zu tun. Du hast sehr wenig Erziehung genossen, mein Junge. Sehe es als eine Art Erziehungsmethode. Lächelte er. Du bist ja noch beschissener als meine Eltern. Scheiß auf dich. Wird der Jonas sauer? Würde ich dir deine PlayStation 5 kaufen, würdest du dich doch nicht ändern, oder? Du würdest alle weiter tyrannisieren, stimmt's? Doch, würde ich, bitte. Ich gucke, was sich machen lässt, Jonas, okay? Warte einfach bis zum 24.12. ab. Bis dann. Jonas war etwas sprachlos. Damit hat er nicht gerechnet. Er dachte, er kriegt die PlayStation 5, die er sich wünschte. Auch einige Tage später hatte Jonas ein unwohles Gefühl. Hätte ich bloß nicht mit ihm geredet, dann würde ich meine PS5 kriegen. Verdammt, ich will sie haben. Der 24.12., Heiligabend, es war heute soweit. Jenny, seine Schwester, saß in ihrem Zimmer und machte sich richtig schöne Zöpfe und zog ihr bestes Kleid für diesen schönen Anlass an. Auch Jonas' Eltern machten sich richtig schick. Es ist immerhin Tradition, sich für diesen Abend etwas Besonderes anzuziehen, zusammen zu beten und zusammen zu essen. Jonas dagegen saß in seinem Zimmer, war sauer und hasste alle nur. Er ging in Jennys Zimmer. Na, Jennylein, was machst du da? Ach, Jonas, ich mache mich schick für Heiligabend. Bald kommt das Christkind und du rennst rum wie ein Bauer, Jonas. Halt's Maul, Jenny. Ich schneide dir gleich deine Dreckszöpfe ab. Jonas, hör auf, lass meine Haare los, Mama, sagte Jenny ängstlich, denn sie wusste, Jonas würde das durchziehen, was er sagte. Die Eltern kamen rein. Jonas, lass deine Schwester in Ruhe. Wir haben gehört, dass du mit dem Weihnachtsmann gesprochen hast und er hat schon recht, was er sagte. Jonas war richtig sauer. Er ging in sein Zimmer und knallte die Türe zu. Na, Jonas, immer noch wütend wegen deiner PS5? Ach, lass mich. Du bist doch schuld, dass ich sie nicht kriege. Ich hasse euch alle. Jonas, niemand ist daran schuld, dass du sie kriegst oder nicht kriegst. Du bist selber für dich und dein Verhalten verantwortlich. Ach, hau doch ab. Das werde ich auch. Ah, noch was. Sei nicht allzu sauer auf deine Schwester heute Abend. Warum? Weg war er. Was meinte er damit? Es war nun soweit, nach dem leckeren Essen. Sie saßen alle vor dem Weihnachtsbaum, sie sangen ein paar Weihnachtslieder.
Jonas guckte sich die Pakete an und sah, dass sein Paket beachtlich groß ist, während das von seiner Schwester viel kleiner war. Er grinste und dachte sich, warum sollte ich sauer auf sie sein? Er machte sein Geschenk auf. Es war eine mega große Grinch-Figur, die nur unartige Kinder kriegen. Die Eltern machten ihre Pakete auf. Die Mutter bekam eine wunderschöne Halskette mit Strasssteinen. Der Vater bekam einen Gutschein, um eine ganze Woche mit seinem Traumauto fahren zu dürfen, was er sich nicht leisten kann. Und Jenny bekam eine brandneue PlayStation 5. Alle haben sich gefreut, bis auf Jonas. Seid immer artig, denn du weißt nie, ob du dir mit deinem Verhalten vielleicht alles versaust und du deinen Wunsch eigentlich bekommen hättest. Ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten.